Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternzeichen Zwillinge, zu deiner Monatslegung für den März 2024. Ja, ich begrüße hier auch alle Crosswatcher und schauen wir mal rein, was dir, liebe Zwillinge, die Karten für den Monat März gerne mitteilen möchten. Schau dir auch gerne noch die Legungen für deinen Aszendenten Mond- oder Venuszeichen an. Ja, meine Lieben, ich mische jetzt die Karten, hole eine Überschriftenkarte aus dem Monology und lege den Monat in zwei Monatshälften aus. Bedenkt bitte immer, Zeit ist fließend und danach hören wir uns gleich wieder zur Legung. So, meine Lieben, schauen wir gemeinsam in die Karten. Was ist die Überschrift für dich? Träume brauchen einen Plan. Da habe ich Stierenergie. Ja, bei dem Stier geht es auch um Finanzen und Vollmond. Also, ja, etwas kann jetzt hier in die Vollendung gebracht werden mit dem Vollmond. Also, ja, schön. Vielleicht geht es hier auch tatsächlich ums Finanzielle, weil wir hier stehen haben, Träume brauchen einen Plan. Also ich nehme es hier so wahr, du darfst hier jetzt einen Plan vollenden. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Traum, den du dir gerne noch verwirklichen möchtest. Und vielleicht hat es stark mit Finanzen zu tun, ob es machbar ist oder nicht, liebe Zwillinge. Schauen wir mal rein, was ich da so zeigen möchte in der ersten Monatshälfte. Bedenkt aber bitte immer, Zeit ist fließend. Ne? Oh je. Disruption, der Umbruch habe ich hier mit der Ziffer 16. Ja, also Umbruch. Ein Umbruch, ja, das ist ähnlich wie der Turm, also eine Veränderung, ein Umbruch in einer Situation. Ja, für dich schauen wir mal nach, was ich hier noch zeigen möchte, worum geht's da. Schauen wir ins Tarot. Die 8 der Schwerter, die 7 der Stäbe und die 6 der Schwerter. Was ich hier so wahrnehme mit diesen Karten, 8 der Schwerter, ist das Gedankenkarussell, also das mentale Feststecken in einer Situation. Also etwas lässt dich nicht los, etwas geht dir immer wieder durch den Kopf. Und ich nehme es hier so wahr, dass es hier jetzt an der Zeit ist, dass du dich ein bisschen davon befreist, ein bisschen davon entfernst, dass hier in deinem Kopf wieder etwas mehr Ruhe einkehrt. Ne? Also 8 der Schwerter sind oftmals auch die Blockaden, die wir uns selbst auferlegen sozusagen. Vielleicht erkennst du etwas nicht in einer Situation, denn sie hat hier auch die Augen verbunden. Oder du bist so gefangen in deinen Gedanken, du kommst damit jetzt nicht weiter. Und deswegen haben wir hier auch die 6 der Schwerter. Also es ist an der Zeit, dass du hier vielleicht die Gedanken etwas loslässt. 6 der Schwerter, in ruhigere Gewässer gehen, also hier auch deine Gedanken zu beruhigen. Und mit den 7 der Stäben habe ich hier so die Energie, wie wenn du dich hier immer verteidigen müsstest oder angegriffen wirst, ne? Also dich zur Wehr setzen musst. Also ich nehme es hier schon so wahr, dass du versuchst hier dein Gedankenkarussell ja, irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Das nehme ich hier stark wahr. Also eine Veränderung in deinem Leben, ein Umbruch bahnt sich hier an oder welche Konsequenz, das kriege ich hier auch so rein, weil du hier so in deinem Gedankenkarussell bist, ja, welche Konsequenz bringt das Ganze mit sich, also ein Umbruch in deinem Leben. Träume brauchen einen Plan und hier gibt es etwas, was dir irgendwie immer oder immer wieder durch den Kopf geht. Etwas, was du eigentlich ganz gerne ein bisschen so, ja, loswerden möchtest, kriege ich hier so rein.
Du wehrst dich dagegen oder du hast hier auch Angst davor, angegriffen zu werden, also dich verteidigen zu müssen in einer Situation. Oder hier geht es auch darum, für dich selbst einzustehen und irgendetwas geht dir hier nicht aus dem Kopf. Und vielleicht hier mit den Sechs der Schwertern kann es ja auch um eine Reise gehen. Also vielleicht möchtest du auch eine Reise machen, vielleicht eine Reise ins Unbekannte. Oder vielleicht ja, denkst du stark darüber nach, ja, was geschieht denn, wenn ich mich vielleicht hier auf diese Möglichkeit einlasse? Ich weiß letztendlich gar nicht, was sich da dann zeigt. Und vielleicht ist es das, was dich hier noch abwehren lässt. Also das nehme ich stark als Abwehrhaltung. Also ich versuche das Ganze hier vielleicht zu unterdrücken oder wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich weiß letztendlich nicht, soll ich mich darauf einlassen. Also so in etwa nehme ich es wahr. Schauen wir mal weiter, was sich da zeigt. Neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Ja, dich hier auf eine neue Reise zu begeben. Und da steckst du innerlich hier, ne, in einem Gedankenkonflikt. Also, ja, was bedeutet das für dein Leben? Ein Umbruch, welche Veränderungen oder was ist dazu notwendig, wenn ich mich hier vielleicht auf etwas einlasse, wo ich nicht weiß, was dann kommt? Und ja, wie stehe ich dann da? Na, also das kriege ich hier so rein. Na, also, wehre ich mich dagegen oder stehe ich dazu? Das nehme ich hier stark wahr. Und neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Du hast jetzt ja, die Gelegenheit, hier neue Erfahrungen zu sammeln oder vielleicht gibt es hier jetzt auch neue Möglichkeiten, also etwas Neues zu erfahren. Ne? Vielleicht hier wirklich geht es um eine Reise, die du gerne verwirklichen möchtest. Eigentlich denkst du ständig daran. Und ja, eigentlich geht es dir immer wieder durch den Kopf, aber irgendwie wehrst du dich hier noch dagegen. Und ja, es wäre eine neue Erfahrung und es bietet dir vielleicht dann ganz andere Möglichkeiten. Träume brauchen einen Plan. Ja, aus dem Gedankenkarussell hier ein bisschen rauszukommen und ja, zu dir zu stehen. Schauen wir mal, was sich hier noch zeigt. Ich habe hier den Hund, die Blumen und das Kind. Das Kind steht für Neubeginn, und der Hund, steht für Treue, Vertrauen, Freundschaft, Hilfe und Unterstützung. Vielleicht kommt hier jetzt ganz überraschend Hilfe und Unterstützung. Ja, für eine neue Möglichkeit oder auch für einen Neubeginn. Das nehme ich hier stark wahr. Vertrauen. Und steht auch für den Hund. Also der Hund steht auch für Vertrauen. Die Blumen stehen für Geschenke, für Überraschungen, für Einladungen, für Komplimente oder eben auch für eine positive Wende. Also es wendet sich letztendlich zum Positiven und vielleicht holst du dir hier Hilfe und Unterstützung aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, um hier vielleicht mit jemandem zu sprechen, der schon Erfahrungen hat oder dir vielleicht auch neue Möglichkeiten aufzeigen kann in einer Situation. Vielleicht kommst du hier auch überraschend mit jemandem ins Gespräch oder triffst hier jemanden, der dir hier weiterhelfen kann. Wie gesagt, der bereits vielleicht Erfahrung in diesen Dingen hat, was dir hier so durch den Kopf geht. Denn hier geht es entweder darum, dass du dich hier dagegen wehrst, dich auf etwas Unbekanntes einzulassen, oder dass du dazu stehen sollst. Ne? Vielleicht hast du hier Angst, ja, deswegen auch verurteilt oder angegriffen zu werden. Und da nehme ich es stark wahr, könnte hier jetzt vielleicht die ein oder andere Hilfe und Unterstützung kommen, entweder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Vielleicht kriegst du hier auch eine Einladung oder du unternimmst etwas mit Freunden und das zeigt dir hier vielleicht dann auch neue Möglichkeiten auf. Das Kind kann auch der Beginn von etwas sein, denn das Kind darf auch immer erst noch wachsen und lernen. Also, ne, der erste Schritt, der nächste Schritt. Also vielleicht bekommst du hier Hilfe und Unterstützung, die dich hier letztendlich mit deinem Vorhaben
Ne? Vielleicht möchtest du hier auch dein ganzes Leben nochmal umgestalten, einen Umbruch, eine Veränderung in dein Leben bringen, dich hier vielleicht dann auch einen Schritt weiterbringt. Schauen wir mal weiter. Erschaffe. Ja, du kannst es erschaffen, liebe Zwillinge. Du kannst es erschaffen. Na, also sie steht ja auf einer blühenden Wiese und spielt ja auf der Geige. Also letztendlich liegt es an dir. Du spielst diese Geige und du kannst dir ja das erschaffen. Also letztendlich liegt es an dir hier, das Ruder in die Hand zu nehmen, sozusagen, oder eben hier auch ja jetzt in die Handlung zu kommen. Du kannst es dir erschaffen. Na, einen Plan machen oder ja, den nächsten Schritt tun, dir Hilfe holen, na, oder ja, damit sich hier letztendlich hier auch alles hier zum Positiven wendet mit den Blumen. Schauen wir mal, was zeigt sich in der Liebe? Hier habe ich die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Also hier geht es vielleicht um eine Affäre, um was Sexuelles. Also hier geht es um die körperliche Anziehungskraft in der Liebe. Ja, und vielleicht kreiselt dir auch das hier im Kopf herum, ob du dich darauf einlassen solltest. Denn letztendlich weißt du hier vielleicht nicht, wie es ausgeht. Und ja, du wehrst es entweder ab oder ne, es könnte auch sein, dass du dann Angst davor hast, hier angegriffen zu werden. Ne? Angriff und Verteidigung ist diese Karte. Ja, da schau mal. Neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen und neue Möglichkeiten haben wir hier. Und hier vielleicht Hilfe und Unterstützung, die du dir holen kannst, um einen Schritt weiterzukommen. Letztendlich ist es an dir, dir deine Pläne zu verwirklichen, einen Plan zu machen, etwas zu tun, ja, damit du hier weiterkommst. Schauen wir mal auf die zweite Monatshälfte, was ich hier zeigen möchte. Wie geht's denn da weiter? Moving on. Interessante Karte, also weitergehen, geh weiter mit Moving On. Na, also sehr schöne Energie haben wir hier. Weitergehen, na, also ja, weitergehen mit Moving On. Vorwärts weiter, na, also ja, gehe weiter. Verwirkliche deine Pläne, unternimm etwas, tu etwas, also bleib jetzt nicht stehen. Oh, ja, schöne Energie. Ja, und da haben wir mit dem Turm wieder den Umbruch. Hier haben wir den Umbruch. Und hier, der Turm steht wieder für den Umbruch. Na, ja, der Turm steht auch für Skorpion oder Widder. Energie, na, also hier wirklich ein Umbruch, ein Neubeginn und hier auch mit den vier der Stäben. Entweder in einem Bereich deines Lebens hier wirklich, ja, etwas fällt weg, damit etwas Neues beginnen kann. Und es kann ein Bereich deines Lebens sein, weil wir hier vier der Stäbe haben. Also wir haben hier das Finanzielle, es kann im Beruflichen sein, Familie, Freundschaften, also alles, ne, was so zum Leben dazugehört. Dass hier ein Umbruch stattfindet in einer Situation deines Lebens, oder es kann auch darum gehen, dass hier ja ein Neubeginn kommt, ja, der, wo du dann ein festes Fundament darauf aufbauen kannst. Wir haben hier da hinten ja diese Türme, also steht für ein festes Fundament, also das Fundament zu legen hier, etwas Neues zu beginnen, ein Umbruch. Also etwas darf wegfallen, eine Mauer fällt, eine Maske fällt vielleicht hier in einer Situation. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Job. Ja, zum Beispiel, wenn du etwas Neues beginnst, dann darfst du deinen jetzigen Job kündigen. Das ist ein Umbruch. Oder wenn du neue Freunde findest, dann fällt vielleicht die ein oder andere Freundschaft weg. Also hier kommt Leichtigkeit rein. Mit diesem Umbruch kommt auch Leichtigkeit in dein Leben, denn der Narr steht für Leichtigkeit.
Ja, der Narr ist auch ein bisschen risikofreudig und ein bisschen wagemutig. Also hier auch wirklich etwas zu wagen, vielleicht hier sogar auch ein Risiko einzugehen, aber es wird sich letztendlich lohnen. Moment, jetzt muss ich kurz, es wird sich letztendlich lohnen. Du kannst darauf dann wieder etwas aufbauen, vielleicht neue Freundschaften, vielleicht einen neuen Beruf, eine Berufung, vielleicht auch mit den Finanzen. Auf der einen Seite darfst du hier vielleicht was investieren, es fällt vielleicht etwas weg hier von deinen Finanzen und ja, du hast dann vielleicht hier nicht mehr so viel, denn der Narr, der hat ja nicht so viel, aber letztendlich bringt es doch wieder, wird wieder Sicherheit und Stabilität trotzdem in dein Leben kommen. Vielleicht neue Verbindungen, vielleicht gehst du dann hier mit jemandem auch im Beruflichen eine neue Verbindung ein. Na, also eine gewisse Leichtigkeit. Also geh hier jetzt weiter, bleib hier nicht stehen. Auch wenn vielleicht das ein oder andere wegfällt, bringt es eine Leichtigkeit. Ich nehme hier auch war so eine Freude in dein Leben und die haben hier ja auch was zum Feiern. Also letztendlich nehme ich hier so wahr, wird hier alles gut. Also du kommst mit den Menschen zusammen, sagen wir mal, oder wirst vielleicht mit den Menschen hier zusammengeführt, wo man sich dann hier auch gemeinsam etwas aufbauen kann oder hier wirklich, ja, vielleicht sogar in einer Partnerschaft, dass man sich hier zusammentut, um gemeinsam was aufzubauen. Aber erst darf man hier etwas aufgeben. Ja, hier haben wir die Reise ins Unbekannte und ja, dass du nicht weißt, ob du sie antreten sollst oder nicht. Ne? Irgendwie wehrst du dich dagegen und irgendwie lässt es dich aber doch in deinem Kopf nicht so wirklich los. Es kreiselt dir immer wieder durch deinen Kopf. Ja, und vielleicht hat es wirklich was mit Geld zu tun, weil wir hier den Stier haben für die Finanzen oder vielleicht auch mit einem Sternzeichen Stier. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und im Moment ist es gerade mit dem Vollmond eigentlich ja, die Zeit des Abschlusses. Vollmond ist Abschlussphase. Neumond ist dann der Neubeginn. Also etwas darf hier jetzt abgeschlossen werden. Wenn du Träume hast, ne, Träume brauchen einen Plan, dann wäre jetzt hier eine gute Gelegenheit, das in die Umsetzung zu bringen und hier vielleicht nicht länger nur darüber nachzudenken, sondern wie hier in die Handlung zu kommen. Ne? Etwas darf immer wegfallen, wenn was Neues beginnt. Klar, wir können ja nicht alles im Leben behalten. Na, also wenn du eine neue Arbeit anfängst, dann verlässt du die alte. Wenn du umziehst, dann verlässt du ja in ein neues Umfeld, dann darfst du das alte hinter dir lassen. Also es muss nicht immer etwas ganz Schreckliches sein, sondern es kann dir richtig auch Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Na, also schau bitte auf deine Situation. Ja, da habe ich die Karte die Liebe zählt, also das, was du liebst. Deine Herzenswünsche, deine Liebe, das, was du liebst, hier, deine Träume, was du aufgehst, was du in deinem Herzen trägst, das ist es, was zählt. Schöne Karte. Ja, vielleicht hier auch neue Verbindungen einzugehen. Also, sehr schöne Karte. Schauen wir mal, was die Lenormand-Karten hier noch sagen. Ach, die Sterne, die Sense und die Blumen, also. Ja, wunderschön. Also ich nehme es ja schon so mal hier, die Sterne stehen für Glück, Erfolg und Wunscherfüllung. Alles steht unter einem guten Stern. Ja, und hier haben wir den Brief. Also gute Nachrichten hier, vielleicht auch Wunscherfüllung, Nachrichten, Kontakt, Erfolg, Glück, glückliche, gute Nachrichten. Na, oder vielleicht hier wirklich auch ein Impuls oder eine Botschaft aus der geistigen Welt. Denn die Sterne, ja, stehen auch für das Universum, die geistige Welt, sie stehen auch für Spiritualität. Ja, und da wir hier Freundschaft, Hilfe und Unterstützung haben, vielleicht holst du dir hier sogar einen spirituellen Berater. Auch das wäre eine Möglichkeit hier, ne, wo dir vielleicht hier den ein oder anderen Tipp
ne, mit den Blumen gibt, ja, wie du etwas in die Umsetzung bringen kannst. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht bekommst du auch von der geistigen Welt die eine oder andere Botschaft, den einen oder anderen Hinweis. Und mit der Sense hier kann das alles sehr plötzlich geschehen, ne? Also ich nehme es hier so wahr, die Sense steht für etwas Plötzliches, etwas Spontanes, etwas, ja, geschieht schnell. Ich nehme es hier so wahr, dass du hier ganz schnell, ja, vielleicht dann auch deine Pläne oder deine Wünsche in die Umsetzung bringst. Vielleicht erstellst du dir hier einen Plan, ne? Wir haben hier die Nachricht, das sind gute Nachrichten, Informationen. Ja, und ja, dann die Sense steht auch für die Ernte, ne? Oder an etwas zu arbeiten, denn die Sense steht auch für die Arbeit. Also ich nehme sehr stark wahr, dass hier gute Chancen sind hier, dass du deine Wünsche oder deine Träume erfüllen kannst und hier einen Plan oder eine Information, eine wichtige Information bekommst, die dich dann hier auch schneller mit der Sense vorwärts kommen lassen. Schöne Karte habe ich hier als Ratschlag der geistigen Welt, sprich deine Wahrheit. Ja, da geht's um dich, ne? Liebe, was liebst du? Ne? Also die Liebe zählt, deine Herzenswünsche zählen und hier ein Neubeginn, dich vielleicht hier mit jemandem zusammenzutun, ein Umbruch, eine Mauer, eine Maske fällt, sprich deine Wahrheit, Klarheit und Wahrheit auch für die Sterne, sprich deine Wahrheit. Ja, da haben wir die Kommunikation mit dem Brief. Der Brief steht auch für Kommunikation. Und dann geht es vielleicht hier auch schneller voran. Na? Also, das nehme ich hier stark wahr. Und hier habe ich in der Liebe, die Antwort lautet Nein. Interessant. Hier habe ich die sexuelle Vereinigung. Und ja, du darfst auch Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Na, das soll die Karte aussagen. Also, du hast hier auch das Recht, Nein zu sagen, wenn dir das hier, wenn es nur um Sexualität geht, wenn es nur ums Körperliche geht, wenn es nur ums Oberflächliche geht, dann hast du durchaus auch das Recht, hier Nein zu sagen. Na, letztendlich erschaffst du deine Welt, denn mit dir steht und fällt alles. Ja. Jetzt ziehe ich auch für dich noch eine Engelkarte und wir schauen mal, welcher Engel dich hier noch begleitet im März. Liebe Zwillinge, ja, da schauen wir mal, was zeigt sich da. Moment, ich bekomme die Karte noch nicht raus. Ich mache noch mal so. Und wir schauen mal, was ich da zeigen möchte. Der Engel der Herzensgüte. Nichts leuchtet heller als ein gutes Herz. Eine tolle Karte. Hier haben wir es auch. Es geht um die Liebe, es geht um deine Herzenswünsche und nichts leuchtet heller als ein gutes Herz. Ja, hab ein gutes Herz, liebe Zwillinge. Achte auf deine Herzensgüte, auf deine Herzenswünsche. Na, Glück, Erfolg und Wunscherfüllung. Ja, na, hier. Ich nehme es hier schon so wahr. Vielleicht hier wirklich, ja, geht es schneller als gedacht. Ja, meine lieben Zwillinge, somit lasse ich die Legung hier so stehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen März. Lass es dir gut gehen. Ja, bleibe gesund. Werde gesund. Ja, wie gesagt. Genieße die Zeit und ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, mir einen Daumen hoch gibst und einen lieben netten Kommentar schreibst. Und ich freue mich, wenn du wieder bei mir dabei bist und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.